Also, die Frage ist, ist die Frage nach der Schwangerschaft beim Vorstellungsgespräch zulässig? Und die Antwort lautet immer nein. Keine Ausnahme. Die Frage nach der Schwangerschaft ist immer unzulässig. Und es gibt keine Ausnahme mehr. Früher gab es mal eine Ausnahme. Früher gibt es nicht mehr. Früher gab es die Ausnahme, wenn der Arbeitsplatz die Gesundheit von Mutter und ungeborenem Kind gefährden könnte, dann ist die Frage zulässig, schon seit Jahren nicht mehr zulässig. Ich habe es nicht mehr verstanden. Ja, ja, ist falsch. Es gilt nicht, ist nicht falsch, aber galt mal, gilt nicht mehr. Ja? Hier muss also die Schwangere selber fragen, wie sieht denn mein Arbeitsplatz aus? Ja, Labor, Dämpfe. Ah, so, jetzt muss die Schwangere reagieren. Der Arbeitgeber darf auch in dieser Situation, wenn es um so einen Arbeitsplatz geht, mit Labor und Dämpfen und Gasen und Giften, was weiß ich, nicht mehr fragen nach der Schwangerschaft. Ja, ist ganz klar, höchstrichterliches Urteil ist durch. Frage. Ja. Ich habe so gelernt, ich darf fragen, aber es ist unerlaubt. Eine unzulässige Frage. Das heißt, der Bewerber darf lügen. Hat ein Recht auf Lügen. Das heißt, ich kann theoretisch fragen und wird nicht... Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Wird also nicht belangt über diese Frage? Nein. Okay. Nein. So, das ist der Sachverhalt. Wir werden gleich noch ausführlich darauf eingehen. Wenn wir sagen, die Fragen sind unzulässig, müssen wir gleichzeitig wissen, wir werden nicht erschossen, wenn wir die Frage stellen. Ich habe mal eine Schulung besucht diesbezüglich. Da sagte der Trainer ganz klar, stellen Sie doch die Frage. Fragen Sie alles, von dem Sie gelernt haben, was Sie es nicht fragen dürfen. Fragen Sie nach Schwangerschaft, fragen Sie nach Vorstrafen, fragen Sie nach Krankheiten, ist alles verboten. Ja, dürfen Sie alles nicht fragen oder zumindest nicht so pauschal, so platt, wie ich es gerade gesagt habe. Fragen Sie das. Sie müssen den anderen jetzt erstmal in die Situation bringen, dass er Sie anlügt. Er darf das. Das Bundesarbeitsgericht, das wir gerade als Quelle des Arbeitsrechts kennengelernt haben, hat hier höchstrichterlich entschieden, wenn die Frage unzulässig ist, darf der Bewerber lügen. Aber nur dann. Wenn die Frage unzulässig ist, darf der Bewerber lügen. Das heißt, was riskieren wir, wenn wir den Bewerber fragen nach Schwangerschaft, nach Krankheiten, nach Vorstrafen, was wir alles so nicht dürfen, riskieren wir, dass der uns anlügt. Aber das muss er erstmal tun. Ja, das ist also das Risiko. Wir werden nicht verhaftet, wir werden nicht erschossen, wir werden nicht bestraft, wenn wir eine unzulässige Frage stellen. Das ist das Risiko, das wir eingehen. Und es gibt, ich habe es einmal erlebt, Trainer, die so schulen und sagen, fragen Sie das. Schreiben Sie den Fragebogen, man kann das auch schriftlich machen, über Personalfragebögen, man muss das ja gar nicht mündlich machen. Packen Sie das alles in den Personalfragebogen rein. Alles, was nicht erlaubt ist, fragen Sie das alles. Der andere muss Sie erstmal anlügen.